Seit 7 Jahren fahren wir im Sommer an den Grundlsee. Wir wohnen in einer Frühstückspension mit Blick auf den See. Unsere Tochter hat ein Dirndl. Das war ein Geschenk meiner Mutter für ihr Auslandsjahr in den USA. Ich bin in Salzburg mit Trachten aufgewachsen. Nur mein Vater hat nie irgendetwas Trachtiges angezogen. Für ihn war das Nazi-Kleidung. Tracht ist Heimat. Heimat gehört uns. Dieser Code ist immer noch aktiv. Im Salzburger Trachtenverbot aus dem Juni 1938 heißt es: Juden ist im Bereich der Polizeidirektion Salzburg das öffentliche Tragen von alpenländischen, echten oder unechten, Trachten wie Lederhosen, Joppen, Dirndlkleidern, weißen Wadenstutzen, Tirolerhüten usw. so verboten. Später hat man ihnen ihre Häuser am See geraubt und sie aus dem Land vertrieben oder ermordet. Jetzt drehe ich einen Film mit meiner Tochter im Dirndl. Es steht ihr gut.